Wunderschöne Broschüre gewünscht. Hi, ob Team Letzte Bursch. Mir mal weiter mit Mario Kart Super Circuit. Vierte Game Boy Advance. Anhaut. Hast du Mario sein Bruder drin? Wir spielen mit Luigi. Übrigens, die Insel. Kategorien sind Speed und Weight nehmen. Tisch, der Charakter ist normalerweise mehr schnell, werte mehr schwerer als. Und mehr Louis, werte mehr leicht das. Und Luigi und Mario sind halt mehr so Arounder. Warte doch noch gut, als dass ihn halt so Muschle verscheißen kann. Von den Deltas direkt. Ziemlich witzig. Du kannst ihn halt dann immer so ein bisschen gucken, wie wert kann. Ja, guck, Bowser zum Beispiel extrem schwer, aber ganz los. Ich habe mich für drunten manchmal verplappert. Menge das mehr so, die Schnellcharakter sind ganz leicht, dann die schwerer Charakter sind ziemlich schnell. Ja, komisch Sets, aber so war es demuls. Gehen wir in D2. An mir spielen heute Flower Cover. Probieren natürlich auch im Gold zu holen. Werde ich noch vergessen zu sagen, im letzten Part, als dass das Spiel am Anfang immer nicht mehr auf Englisch rauskommt, das kommt nie eine deutsche Übersetzung. Oder allgemein, also es irgendwie lokalisiert gehen. Die merkt das vielleicht auch unter Stimmen. Bei Mario hat den vielleicht noch nicht so gemerkt, mehr beim Luigi wäre da gesehen. Der klingt ganz anders wie bei Eis. Ja. Vielleicht versteht das Englisch nicht, was du genau schiefgelaufen hast. Mehr. Wenn das Gift wissen. In Japan sind Stimmen von den einzelnen Charakteren ein bisschen anders. An mir holen halt tatsächlich Stimmen aus dem japanischen Original. Also Stimmen am Fong von Mario Kart verrasiert. Gerade der Wario klingt halt extrem anders. Mehr auch der Yoshi. Auch noch der Luigi, der weiß, den hat halt nicht so ein. Ja, männliche Stimme, mehr so ein. Kannere Stimme. Also nicht so ein Let's Go. Mehr so ein. Bingo! Ja. Das ist ziemlich cool. Und wie gesagt, das soll okay steuern. Aber wie gesagt, das ist demnächst, wenn ich einfach so gehandhabt gehen kann, stehen nach überholen. Ah, da bin ich noch ein bisschen überreagiert. Egal, zweiter Platz ist nicht mehr gut. Wario Götter ist ein Konkurrent. Probieren wir den, Luzi. Sie wollen schön zu lang mein Panzerin. Beimal gehalten. Übrigens wird das Spiel auch eine Mechanik mit der Panzerin, die ziemlich cool ist, und nie so zurückkommen. Nämlich kann ich den roten Panzer auf eine Position stellen, wenn sie nur Hanne lädt. Und da wartet die da auf den nächsten Verfolger. So kann ich den roten Panzer auch auf dem ersten Platz gescheit, wenn ich nicht gerade für zu schützen brauche, ich will irgendwo hinlegen. So, dann fahren wir die echt Ghost Valley. Muss ein bisschen aufpassen, ich meine, wenn ihr dann die Buhen da rauffährt, dann steuern die Buhen ihn. Abkürzungen gehen doch, aber die muss ich vielleicht auch beherrschen. Steilschacht geht doch, wenn ihr rauffällt. Aber wenn ihr rauffällt, das kostet dann immer 3 Münz. Also soll ihr am besten nicht so oft rauffallen. So, wir sammeln jetzt 10 Münz rum, für ein bisschen wie schnell zu gehen. Und wie gesagt, das ist schon ein bisschen wie lange her, dass ich in Let's Play gemäht tun. Dafür muss ich mich ein bisschen umgewinnen. Das ist nicht so einfach. Also ich klinge vielleicht ein bisschen komisch ab und zu. Mit Let's Play Spruch ist halt auch noch nicht gerade bekannt dafür, einfach zu sehen. So. Wario hält das natürlich alle Würfel fort. Und am Fong sind ich beim Luigi relativ oft gefahren. Also wundert mich, dass ich gerade ein bisschen so auflosen. Ja, das kriegen wir nach hin. Wir werden lobe gut Item. Da ist Computerin Dolo nicht fort. Oh, los, bisschen Toadie, wir holen an den Wario auch. So. Weil er verliert dem wohl gut hei. Ich finde halt ganz los. Ich beginne auch ein bisschen vom Gas, allein noch viel Bananen. Me, das sieht gerade gut aus. Wario dritten. Das geht mal nur an Karte spielen. So, Toten ist nicht getroffen, aber der Wario ist tatsächlich dritte gehen. Hätte die Banane nachgefressen, hätte Mario ihn vielleicht auch nach überholen. Aber boah, für dich ist das ganz okay so. Guck mal kurz auf das Scoreboard. Ja, okay, los sind wir mal 4. Da probieren wir das nur beizubehalten.
Cheeseland! Ah, wir kennen das. Ja, genau. Ein DLC-Streck von Mario Kart 8. Und die erkennen den halt wirklich nicht wie rum. Auch Partystraße kennt aus diesem Spiel ursprünglich. Und wie gesagt, die Firma auch nach. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Aber ja, da sieht er wohl. Weil den da ein Abendschrank gestacht wird, dass die Haut so das nicht mit Tricks erkennen lässt. Hexner unter Streckeform. Ja, auch der wird sich ein bisschen variiert mit dem ganzen Anti-Gravity. Sie strecken halt mit kurz gemäht gehen. So, wen hast du? Echt den Toad. Okay, den Toad. Scheint ein bisschen so die Vario aufgelöst zu holen. Das Spiel sieht sich natürlich auch high. Zwar keine festgelöschte Rivale, aber es sieht sich halt immer so der beste Computer. Den da so ein bisschen. Ja, mehr aggressiv ist. Aber das kann während der Kurs auch wechseln, wenn der Computer merkt, okay, in anderen Bot wird besser punkten. Mit das nicht so festgeschrieben wie bei Super Mario Kart. Wo ihn halt mal Mario dann den Donkey Kong als Gegner hat, als Peach den Bowser als Gegner hat. Ne? Die wissen Bescheid, wen Projekt geguckt hat. Ich kann den Anker betonen. Von nicht allzu langer Zeit. Oder ist Bandica. Das Horrorspiel. Durchgeholt. So, ich gebe ganz gerne meinen Zweitplatz nur behalten. Nur eine Gucke geht nicht. Aber da müssten immer noch genug Punkte sind, dass wir vier bleiben. Sonst muss die letzte Kurs halt regeln. Von der Luigi zu steuern ist nun nicht so einfach wie der Mario. Am meisten sind ich halt mit dem Yoshi gefahren. Aber sie kommen alle gut in einen Kadron. So, wenn wir nur nicht gerade den Toad verlieren, mein gut Kurs. Und das ist natürlich Römme Bowser Castle. Wie die meisten Cups. Also, okay, das war ein guter Start. Ja, wenn ihn relativ zeitgleich mit der Blue Aluto der Gasknäppchen direkt kann ihn do den schnellen Start kriegen. So, hier fand ich immer ein bisschen schwer, da kennt den super schlecht, wo Dolo Lava aufhängt oder abhält. Also hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Okay, und da haben wir den echten Blitz vom Projekt. Der war oft ziemlich gut, weil das sind zwar bei weitem mehr los, mit den Handlinger so viel besser. Also, ein Blitz kennt immer gut, der echte Platz. Gerade bei so verwinkelten Straßen. So, Luftfirma, mal, der leider war ziemlich fort, das ist gut. Okay, Buhu ist auch cool, weil der klaut natürlich hei von jeder Rängen, nicht nur von den Leuten, den Ferroneingangs, also kann ihn auch mal Blitz klauen. Okay, mir konnte Lu leider gut nicht. Oh, nicht gut, ich falle Lu und Lava. Nee, komm. Die letzten Meterin, die haben wir Lu noch durch. Toad. Was ist bei Eis? Aber wir müssen natürlich nicht lernen. So, lohnt nicht mich vom Gas gehen. Toad bleibt umstehen, hängen an, dann tun wir den ersten Platz. Safe. Ja, wirklich ein cooles Spiel. Und auch den zweiten Part. Und wir dann mit einem ersten Platz aufgeschlossen. Hier gehen wir rüber auf die Siegerehrung. Aber der nächste Kehr. Diese Meisterin mit neue Strecken und mit neue Gegnerin. Mal gucken, was noch alles geschieht. Bis dann und tschüss.